Samstag, 24. Juni 2017. Die Alternative für Deutschland des Kreisverbands Westthüringen veranstaltete ein gemütliches Sommerfest im Tenniscenter Thal. Die Räumlichkeiten stellte der Inhaber des Tenniscenters Klaus Stöber zur Verfügung, AfD-Direktkandidat im Bundestagswahlkampf Eisenach-Wartburg-Kreis und Struth-Hainich-Kreis. Zahlreiche Besucher hatten sich eingefunden zu einem entspannten Nachmittag mit ihren Familien. Für leckere Speisen und Getränke wurde gesorgt. Auch die Kinder kamen nicht zu kurz. Es gab Torwandschießen und einen Hüpfbock für die Kinder. Wer wollte, konnte auch eine kostenlose Tennisstunde nehmen. Weitere Gäste des Sommerfests waren unter anderem Wiebke Musal, Thüringer Landtagsabgeordnete und familien- und bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, und Stefan Brandner, auch Thüringer Landtagsabgeordneter und Spitzenkandidat der AfD Thüringen zur Bundestagswahl 2017. In einer gemütlichen Runde nutzten die Gäste die Gelegenheit, ein paar Worte an die Besucher des Sommerfestes zu richten. Wiebke Musal, Mutter von drei Kindern, sprach über die Bedeutung der Sicherheit in Deutschland und deren Auswirkungen. Und als Mutter streite ich für einen Staat, in dem ich meinen drei Kindern das sagen kann, was meine Eltern mir früher gesagt haben, nämlich, dass ich guten Gewissens sagen kann, ihr seid hier sicher in unserem Land. Als Politiker streite ich für einen Staat, der das Vertrauen der Bürger, dass die Bürger ja bei einer Wahl, beispielsweise bei der, die jetzt wieder ansteht, mit ihrer Stimmabgabe dem Staat geben, dass ein solcher Staat dieses Vertrauen auch zu schätzen weiß. Und ich streite für einen Staat, der eben Sicherheit und Freiheit nicht nur als Lippenbekenntnis vor sich herträgt, sondern auch tatsächlich durchsetzt. Klaus Stöber, Direktkandidat der AfD und Inhaber des Tennissenders, entschärfte die negative mediale Kritik am Sommerfest. Der Tennisclub Ruhla, bin ich auch Vereinspräsident, das ist richtig, hat ja mit der Tennishalle hier nichts zu tun. Ja, die Tennishalle gehört mir, das heißt, es ist privat, also mit dem Tennisclub Ruhla überhaupt nichts zu tun. Deswegen muss ich auch da keinen fragen, welche Veranstaltungen ich denn hier durchführe oder nicht durchführe. Gleichzeitig machte Klaus Stöber den AfD-Anhängern Mut, sich zur AfD zu bekennen, sich Einschüchterungen durch Arbeitgeber und Gewerkschaften zu widersetzen und für die Meinungsfreiheit im privaten wie auch im beruflichen Umfeld gerade zu stehen. Ich denke mal, das sollte eigentlich auch dem anderen Beispiel sein, die vielleicht sagen, ja, es ist nicht gefährlich, mich in der Öffentlichkeit zu äußern, dass ich AfD-Anhänger oder sogar AfD-Mitglied bin. Also ich denke mal, jeder sollte sich dazu bekennen und auch sagen, ich stehe dazu und auch in seinem Bekanntenkreis zu argumentieren. Und ich denke mal, es sollte auch eben von Ihnen und von euch ein Maßstab sein, dass ihr euch dann an der Arbeit auch nicht einschüchtern lassen lasst von Leuten, die sagen, wenn ihr in der AfD seid oder die AfD unterstützt oder sie wählt, dann hat das für euch dann irgendwelche Nachteile. Es ist interessant, welche Institutionen, die eigentlich gar nichts mit der Politik zu tun haben, die Gewerkschaften oder Bürger sich im Prinzip im Moment für die Politik engagieren, mit dem einzigen Ziel, was gegen die AfD zu unternehmen. Also ich denke mal, das sollte uns nicht abschrecken. Das ganze Methoden anschaut, ja, mit Falschmeldungen, Diffamierung und persönlichen Angriffen, wie zum Beispiel bei der Band, dann fragt man sich natürlich, wozu sind wir dann eigentlich 1989 auf die Straße gegangen, weil die Zustände. Stefan Brandner kritisierte, dass je mehr Anschläge von Seiten der Linksextremisten und Islamisten geschehen, desto mehr wird der Kampf gegen rechts verstärkt. Gegen die wirklichen Probleme jedoch wird nichts unternommen, beziehungsweise werden diese kleingeredet. Das Einzige, was beim G20-Treffen, wenn es demnächst in Hamburg wieder los sein wird, denken Sie an die Mahnanschläge. 13 koordinierte Terroranschläge auf die Bahn zu Beginn der Woche, da geht kein Hahn nach. Je mehr die Islamisten bomben und morden, je mehr die Linksterroristen Deutschland verunsichern, desto mehr Kampf gegen Rechts wird ausgerufen. Ist das nicht widersinnig? Also das sind pavlovsche Reflexe, die ich nicht nachvollziehen kann. Der Kampf gegen Rechts scheint aus meiner Sicht ganz gut zu funktionieren, denn von rechts passiert irgendwie gar nichts. Ja? Da werden angeblich irgendwelche Wehrsportgruppen wurden jetzt aufgehoben, dann gab es da einen Franco A., der war auch nie mehr wieder gesehen, der in der Bundeswehr irgendwas gemacht haben soll. Das sind so aufgeblasene Pseudoprobleme auf der rechten Seite werden geschaffen, um dann den Kampf gegen rechts nach vorne zu stellen. Wobei der Kampf, das gilt, gegen links und gegen Islamismus hundertmal besser aufgehoben wäre und auch realistischer. Danach ging das Fest gelassen bis in die Abendstunden weiter. Ein recht herzliches Dankeschön geht an die Besucher, Gäste und Organisatoren des Sommerfests in Thal. Wir sehen uns auf der nächsten Veranstaltung.